Heute war Champions League-Auslosung. Wie bewerten Sie die Gegner der deutschen Mannschaften? Ja, ich denke, dass, sagen wir mal, Bayern gegen Basel irgendwie ein interessantes Duell ist. Ist irgendwie so ein Heimspiel auch ein bisschen für mich, weil ich in der Nähe von Basel wohne, ja. Und Barca ist natürlich, sagen wir mal, auch in dieser Champions League-Saison mit der wahrscheinlich größte Favorit. Und Leverkusen-Barca, das ist natürlich, wird alle in und um Leverkusen und deutsche Fußballfans irgendwie elektrisieren. Und die Bayern, sind die schon durch, weil es ein vermeintlich leichtes Los ist? Ja, weiß nicht. Basel ist gar nicht so einfach zu spielen. Ich meine, in der Vorrunde gegen Mannschaften wie zum Beispiel Manchester haben sie bestanden, in Manchester gutes Ergebnis erzielt, zu Hause Manchester geschlagen. Also Basel sollte man nicht unterschätzen. Dort herrscht schon auch, sagen wir mal, über Jahre hinweg, sagen wir mal, eine gute Struktur, sehr gute Arbeit und sie haben eigentlich nichts zu verlieren. Sie können eigentlich ohne den ganz großen Druck spielen.